Ja, hallo. Wir haben uns gedacht, bei den ganzen Flugobjekten, die heutzutage in der Luft sind, gibt es ja immer mehr Probleme, dass irgendwie Drohnen oder so in Häuser oder andere Leute oder, keine Ahnung, Büsche reinfliegen. Und wir wollten halt gucken, ob man vielleicht ein System entwickeln kann, das diese Problematik halt verhindert. Und ja, dann gebe ich mal weiter. Ja, wir haben eben den Arduino Mega genutzt, zusammen mit vier Ultraschallsensoren, haben jetzt zur Visualisierung, damit ihr das Ganze seht, noch LEDs angebracht und diese wurden dann noch programmiert eben. Ja, genau. Programmiert haben wir das mit der Arduino-Software. Dafür haben wir dann die Sensoren, die wir verbaut haben, das sind vier Ultraschallsensoren, ausgelesen. Und die werden halt verarbeitet und wir überprüfen halt dann mit der Steuerung der Drohne, ob eine Kollision drohen würde. Genau, das können wir jetzt ausprobieren. Man sieht einen Plastikkasten mit vier schwarzen Punkten. Ich bin gespannt, was jetzt gleich passiert. Es fliegt zwar nicht, aber möglicherweise kollidiert es mit irgendwas. Könnt ihr kurz erklären, was das ist und was ihr da macht? Also man sieht hier die Ultraschallsensoren und was man jetzt, glaube ich, hier nicht sehen kann, ist, dass wir hier oben Lampen drauf haben und wenn man hier die Hand vorhält, misst er die Entfernung. Und hier würde jetzt die Lampe blinkt. Und das funktioniert jetzt mit allen Seiten. Und dann erkennt er dann halt, wo eine Wand ist oder ein Objekt und kann dann gegensteuern. Ja, um das Gehäuse zu nutzen, haben wir dann eben noch die Laserkarte benutzt für die Ultraschallsensoren, da halt den 3D-Drucker und halt dann dieses alles zusammengeklebt und dann ist halt das rausgekommen, was man da jetzt sieht. Ja, dann war es das eigentlich, was wir zu sagen hatten und könnten schon fast an den nächsten abgeben. Ich hätte noch zwei Momente, noch zwei kurze. Die eine ist sozusagen, wenn die Drohne extra berechnen muss, ob sie jetzt mit jemandem zusammenspricht, ist das denn schnell genug, die Berechnung? Ja, also die Berechnung geht sehr schnell, das sieht man hier nochmal auf dem Display, Sekunde. Kann man hier vorpacken. Das wackelt jetzt ziemlich viel. Aber kannst du mal kurz aufhören? Also da sieht man jetzt halt die Werte, den Originalwert. Das sind halt diese PPM-Signale. Und darunter die Distanz. Und wenn die halt unter eine bestimmte Zentimeteranzahl, die wir vorher festgelegt haben, kommt, kann er halt gegensteuern und gibt dann einen anderen Ausgabewert aus, als er eigentlich machen Das würde. wollte ich gerade noch fragen. Also, was passiert dann? Also die Drohne weiß, okay, ich stoße gleich was zusammen. Habt ihr dann noch was entwickelt, wo sie hinfliegt, oder ist das der nächste Schritt? Sie bremst dann einfach ab und fliegt ein Stückchen rückwärts. Alles klar. Und Vielen Dank. schaltet halt das Signal von der Fernsteuerung aus. Ah, sehr schön. Vielen Dank.